Gibt's was Neues? Der Bastard arbeitet für die Royal African Company. Los, erzähl es ihm. Ich hab die Princess gut 8 Wochen nicht mehr gesehen. Das heißt, sie kommt vielleicht bald zurück. Was noch? Dachte, der Nigger gehört den Männern, die heute früh schon nach der Princess gefragt haben. Also sagte ich ihm... Was für Männer? Ein sehr überheblicher Seemann. Und einer mit einer Narbe, genau hier. Wo kann ich die finden? Kampieren hier um die Ecke, sagten sie. Ich bin es satt, deinen Fantasien nachzujagen, Edward. Und die Crew auch. Halt durch, Mann. Wir nähern uns. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Ja, beim letzten Mal sind wir ja hier in Kingston angekommen, denn wir haben gehört, dass der Heimathafen des Weisen wohl, beziehungsweise des Schiffs, auf dem der Weise sich befindet, wohl hier Kingston sein soll. Und jetzt haben wir erfahren, dass scheinbar Hornigold und Rogers auch nach diesem Weisen suchen. Ja, die wollen natürlich auch das Observatorium. Na gut, und dann schauen wir mal, ob wir die beiden Typen nicht finden können. Und schauen auch, ob wir, ja, vielleicht ein paar Infos zum Weisen kriegen können durch diese beiden. Aber dazu müssen wir uns natürlich erstmal zu den Typen schleichen. Und ich muss erstmal gucken, wie wir das am besten machen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich ist die Sache mit den... Also, ich werde die Alarmglocken wahrscheinlich jetzt wieder deaktivieren. Eigentlich würde ich es wahrscheinlich nicht mal müssen, weil... Ganz ehrlich, wenn ich so spiele, wie ich will, dann will ich sowieso nicht entdeckt werden. Ja, und das ist überhaupt nicht auffällig, wenn ihr hier weggeht. Ja, aber wir werden es trotzdem mal deaktivieren. Die komischen Alarmglocken. Aber als erstes werde ich hier mal ein paar von den Typen auseinandernehmen. Ich finde das geil, wie den Typen das überhaupt nicht merken, dass die Sklaven vollkommene Angst kriegen. Und dass ich die Typen auch nicht beruhigen kann, dass sie mich nicht verraten. Das geht mir nämlich ziemlich auf den Sack. Jetzt haltet doch mal die Klappen! Well done. Okay, die freut sich sogar eher darüber, habe ich das Gefühl. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass da nicht drauf reagiert wird. Wenn schon gesagt wird, die Leute sehen die auch in den, ja, auch in den Verstecken quasi. Alter, kannst du mal die Klappe halten, dass dann die Wachen nicht drauf eingehen, finde ich ein bisschen schwach, aber okay. So, nach von dem kriege ich noch ein bisschen Muni. Alles klar. So, dann deaktivieren wir mal das gute Stück und dann müssen wir mal gucken, wie wir hier am dümmsten weiterkommen. So, wo könnten die denn sein? Ja, die werden wahrscheinlich... Wir waren hier ja schon mal, als wir damals für Anto hieß er, ne, gearbeitet haben. Die werden wahrscheinlich wieder relativ weit hinten in diesem Gebiet sitzen. Na gut, schauen wir mal, wie wir da am besten hinkommen. Ich weiß noch, beim letzten Mal sind wir mit Anto da rechts lang gegangen. Da sind nämlich noch ordentlich Felder. Hier links sind weniger Felder, da kann man sich schlechter verstecken. Deswegen würde ich gerne nach rechts. Aber ich warte hier noch kurz auf die wandernde Patrouille. Oh, die bleibt sogar stehen. Ich hoffe, der guckt jetzt hier nicht nach. Ganz ruhig? Nee, okay. Manchmal gucken die ja einfach auch mal in irgendwelchen Verstecken nach. Das ist dann immer ein bisschen gefährlich. So. Und zack. So, bis hier haben wir es ja schon mal sehr gut geschafft. Da ist auch noch eine Glocke. Ist da was? Ich deaktiviere die einfach mal. Einfach aus Sicherheitsgründen. Aber wird schwer, weil der Typ da noch rumsteht. Müssen wir mal gucken, ob wir das überhaupt hinkriegen. Ah, nee, okay. Den kann ich eliminieren. Wahrscheinlich hier aus dem Heuhaufen. Yes. Und tschüss. Das war Nummer 1. So, so wie ich das sehe, guckt gerade keiner. Dann kann ich mir den Typen da drüben holen. Und dann ist noch einer bei der Glocke. Aber der wird sich dann wahrscheinlich da auch gleich verpissen. Und zack. Perfekt. Eigentlich ist es sinnlos, muss man ganz ehrlich natürlich sagen, sowohl die Typen als auch die Glocken auszuschalten, weil eigentlich reicht eins von beiden, aber wir machen mal immer sicherheitshalber beides. Man kann nie vorsichtig genug sein. So, und jetzt gucken wir mal nach dem guten Woods, Rogers und Ben Hornigold. Ah, guck mal, da steht er doch. Gefunden. Dich erkenne ich sonst wo wieder, Freundchen. So, mal sehen, wo die jetzt hingehen. Lohnt sich ausnahmsweise mal, dass ich die markiert habe. Dann sehe ich sie auch durch die Häuser. Ich mag das ja normalerweise nicht, aber es passiert halt bei sowas immer. Haben wir die Männer alarmiert? Die Zeit ist knapp. Nein. 2 Soldaten warten bei der Kreuzung auf uns. Das ist gut. Wenn die Frage erlaubt ist, was hat es mit den Blutstropfen auf sich?
Torres sagte, das Blut wird benötigt, damit das Observatorium funktioniert. Wie meint ihr das, Sir? Wenn man das Observatorium nutzen will, um, sagen wir, King George auszuspionieren, bräuchte man dazu einen Tropfen vom Blut des Königs. Mit anderen Worten, ein kleiner Blutstropfen gewährt uns Einblick in das Leben eines Mannes. Der Typ da ist jetzt ein bisschen scheiße. Ich habe ihm nämlich auch etwas von meinem Blut. Wie ich auch, Captain Hornigold. Das tun alle Templer, um Verschwiegenheit zu sichern. Beweg dich da drüben. Was? Ja, aber keine Sorge. Torres ließ unser Blut in einen Templerunterschlupf in Rio de Janeiro bringen. Wir sind nicht die ersten Ziele des Observatoriums. Das versichere ich. Hi, Sir. Jetzt ist ein kleiner Preis für das, was ich im Gegenzug von den Templern erhielt. So ist es. Als ihr in Madagaskar Piraten gejagt habt, Gouverneur, was brachte euch den Erfolg? Ich glaube, es war mein Charisma, das ihn überzeugte. Gewalt und Drohungen sind immer nur der letzte Ausweg. In Madagaskar ließ ich den Piraten die Wahl, das Pardon anzunehmen und arm aber frei nach England zurückzukehren, oder aber der Tod durch den Strang. Genau wie hier in Nassau. Genau so. Nur schade, dass Commodore Chamberlain meinen durchschlagenden Erfolg nicht erleben durfte. Diese Schadenfreude ist mir neu, Rogers. Manchmal hat man sie sich verdient, nicht wahr? Okay, manchmal drehen sie sich noch um, aber das ist auf jeden Fall interessant. Wir haben was über die Funktionsweise des Observatoriums erhalten und man versteht jetzt auch so langsam vielleicht, warum das Ding Observatorium heißt. Weil man jemanden, eine Person observieren kann damit. Allerdings braucht man dafür wohl etwas Blut von dieser Person. Alles klar. Wir erinnern uns, damals in... Ja, ganz am Anfang, als wir noch für die Templer gearbeitet haben, da hat ja auch der gute Torres etwas vom Blut des Weisen genommen. Oh, das war aber äußerst knapp und in so ein kleines Gläschen gefüllt. Wahrscheinlich hat das auch irgendwas damit zu tun. Aber er hat ja wohl nicht vorgehabt, den Weisen auszuspionieren. Das heißt, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen was anderes. Da wird wahrscheinlich noch ein bisschen was anderes dahinter stecken. Aber gut, so viel später. Wir brauchen ja sowieso erstmal den Weisen. Und so lange verfolgen wir die beiden einfach. Nicht umdrehen. Die erkennen mich relativ schnell wieder, denke ich. Also vielleicht Rogers nicht, der hat mich ja schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen, aber Hornigold, bei dem ist das Ganze ja noch nicht so lange her, ne? Ach du Scheiße, und da beginnt jetzt ein Sperrgebiet, warum auch immer. Ich meine, da darf jeder durchlaufen. Warum ist da ein Sperrgebiet? Ich raff das nicht. Diese Logik. Oh, ach, die kommen jetzt mit. Die beiden Generäle da. Und dann bleib ich mal hier hinten. Durch den Zaun kann ich die ja noch gut erkennen. Wow, shit. Niemand hat mich gesehen. Fällt mir nicht. Oh, Kacke, was mache ich wegen dem Typen da? Ja, ich muss ja nur außerhalb des Sperrgebiets sein, wollte ich sagen. Ich habe gar nicht gesehen, dass die sich umgedreht haben. Weil der Typ im Weg stand. Ich muss ja nur außerhalb des Sperrgebiets bleiben. Dann bin ich für den lustigerweise ja nicht auffällig. Kann sie trotzdem verfolgen. Ja gut, dann bleibe ich ja auch in einem gebührenden Abstand. Ich meine, dahingehend ist das schon ein bisschen logisch. Weil die gucken sich natürlich nur jemanden an, der in einem entsprechenden Abstand da bleibt. Und zack. Das ist knapp. Ich dachte, hier kommt ein Zaun. Denkst du? Ah, und da kommt jetzt ein großes Sperrgebiet. Und da gehen die beiden wohl rein. Alles klar. Aber da ist auch ein Loch im Zaun, das sehe ich schon. Großmeister, willkommen. Buenas noches. Der Großmeister. Die Princess wurde vor 6 Wochen von Piraten gekapert. Und soweit wir wissen, war Roberts, der Weise, noch an Bord. Sehr gut. Das ist doch was, oder? Und welche Maßnahmen ergreifen wir, um den Piraten die Princess wieder anzunehmen? Captain Hornigold schickte einige seiner besten Männer, um den Weisen zu fangen. Und wo befindet sich der Weise jetzt? Wisst ihr es? Afrika, euer Exzellenz. Und der bringt da gerade einen Toten weg. Mein Gott. Das ist dieser Ruf nicht gleich. Ich pflichte euch bei, Großmeister. Ich könnte selbst hinsegeln. Eine meiner Sklavengaleeren könnte die Überfahrt sicher schnell bewältigen. Afrika, also ist. Der Weise. Ich bat euch doch, diese kranken Vehikel abzuschaffen.
Ich sehe keinen Unterschied darin, einige Männer zu versklaven oder alle. Unser Ziel ist es, den Kurs der gesamten Zivilisation zu steuern. Richtig? Einfach so klar, dreh ich jetzt nicht hier hin. Den Geist zur Rebellion. Aber das klar, der Geist. Der Körper wird. Keine Zeit für den gehabt. Oh Mann, der war jetzt richtig nervig, der Typ. Der Typ war jetzt richtig nervig. Erinnerte mich. Wo in Afrika suchen wir genau? Principe, Captain. Eine kleine Insel. Wir entsandten zwei unserer Besten. Burgess und Cochran. Freibeuter mit schnellen Schiffen und starkem Willen. Edward Kenway! Welch eine Überraschung, deine Jackdaw hier vor Anker zu sehen. Hast du gehört, was du hören wolltest? Rettest du nun den Weisen aus unseren gierigen Händen? Hol dich die Pest, Verräter! Du hast uns hintergangen. Weil ich einen besseren Weg fand. Bei den Templern herrscht Ordnung, Disziplin, Struktur. Doch dir fehlt jeder Sinn für dergleichen. Mach's gut, alter Freund. Der du einst ein Kämpfer warst. Du kämpftest für etwas Wahres. Etwas Größeres als dich selbst. Ach du Scheiße. Burgess und Cochran sind also auch da. Sind ja auch zwei ehemalige Piraten. So, wir verpissen uns jetzt hier erstmal. Ist nicht ganz perfekt gelaufen. Der Typ am Ende hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Da hätte ich einfach eher abhauen sollen. Aber ist ja einfach scheißegal. Also einfach schneller zum Lagerhaus. Ist aber jetzt etwas zu spät. Danke, ihr helft mir mal. Und ich mach den letzten, der hier hinter mir her ist, den. So, aber wir wissen jetzt, wo der Weise sich aufhalten soll, nämlich in Principe, in Afrika. Das heißt, wir müssen dahin, bevor ihn sich die Templer holen. Oh, zu wenig Grobiane getötet, aber die Alarmglocken sabotiert, na, wenigstens etwas. Ja, wir müssen nach Principe und schnell den Weisen vor den Templern retten. Gut, wir machen das natürlich nicht, weil wir ihn so sehr mögen, sondern eigentlich eher, weil wir, ja, ihn für uns haben wollen. Das heißt, auf nach Afrika, Leute. Bloß jetzt die Frage, wo geht's nach Afrika? Ist eine sehr gute Frage. Da müssen wir mal schauen. Aber, naja, gut, Afrika liegt... Wir sind in Amerika. Das heißt, Afrika, ja genau, liegt dementsprechend im Osten. Also einfach immer in Richtung Osten fahren. Dann kommen wir irgendwann nach Afrika. Das sollte ja nicht das Problem sein. Jetzt bin ich mir gerade... Gut, ich weiß jetzt nicht genau, wo Principe liegt und wie das jetzt genau ist. Oh, was sind das denn da? Und zwar eigentlich... Aber die haben viel Metall dabei. Die müssen wir uns holen. Sorry. Aber das habt ihr erwartet. Das war doch klar. So, ich muss mich eh um beide kümmern. Deswegen ist scheißegal, welche ich jetzt zuerst angreife. Das war schon mal ein guter Treffer. Ich wollte den Mörser ja auch noch verbessern. Dafür brauche ich auf jeden Fall das Metall. Der Rest ist nicht so wichtig. Höchstens, den Ding sogar, Rammsporn hatten wir ja sogar, glaube ich, schon, ne? Ach, wir haben ja jetzt den Mega hier, Rumpf, ne? Den fast besten Rumpf. Was, der ist schon... Der ist schon untergegangen. Na, die sind nicht ganz so stark diesmal, ne? Aber wie gesagt, wir haben ja jetzt auch den besten Rumpf, beziehungsweise den vorbesten, vorletzten besten Rumpf, den besten, gut, den kann ich sogar machen, wir müssen ja den Plan haben, ne? Aber der kostet, glaube ich, sehr viel. Feuer wird erstmal Mörser und noch ein bisschen unsere Feuerkraft hier erhöht. Noch mehr Kugeln, noch stärkere Kugeln und so weiter. Aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Jetzt will ich erstmal kurz gucken, was du der mit dem Metall, du warst der mit dem Metall, das heißt, du wirst auf jeden Fall geändert. Was machst du denn hier? Runter da! Danke. Deswegen, den holen wir uns, den anderen versenken wir dann einfach. Der hatte ja nur Holz und Stoff, ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Also Holz ist zwar im Prinzip noch wichtig, aber bis wir wieder Holz brauchen, wird noch eine Zeit, ganze Zeit vergehen. Und wenn wir die dann nur versenken, reicht das eigentlich schon. So, die Pulverreserven zerstören, das kriege ich hin. Das ging einfach. Bam. Captain. Bam. Das lief da eigentlich gar nicht schlecht. So, zack, zack. Und, alle hopp, da bin ich. So, jetzt gibt es erstmal hier ordentlich Geschieße. Oh, das hat doch ganz gut geklappt mit der Pistole auch mal. Habe ich die endlich auch mal eingesetzt. Ich vergesse die ja immer, dass ich die habe. Und zack, dadurch geht das gleich auch viel schneller. Das Einzige, was blöd ist, ich muss mal irgendwann meine Munition mal wieder auffüllen. Aber die Leute haben ja auch oft genug welche dabei. Von daher ist das auch nicht ganz so schlimm. So. Ja, Bekanntheitsgrad ist eh noch nicht hoch. Eigentlich
Ja, komm, reparieren. Das Ding ist, man muss eigentlich nur reparieren, wenn man einen bestimmten, ja, ich sag mal so, es ist so erklärt, sagen wir es so. Zumindest wird es immer so von Adewale gerufen. Es ist so erklärt, dass ihr quasi alles so lange, also ihr habt ja drei große Balken quasi, ne? Und die sind nochmal unterteilt in kleine Balken. Und solange nicht ein großer Balken kaputt ist, kann das noch sozusagen vom Schiffszimmermann mitten in der Fahrt repariert werden, auf gut Deutsch. Es wird, die Synchronisation wird mit der Zeit wieder erhöht bis zu dem Punkt. Habt ihr aber einen kompletten Balken verloren, müsst ihr dieses Schiff in irgendeiner Form reparieren. Entweder über Sonnenschiffe oder eben über... über Hafenmeister. Aber gut, das ist jetzt nur so ein kleines Nebending. So, jetzt wieder auf in Richtung Principe. Nebenbei können wir ja noch ein paar Briten mitnehmen. Ich meine, vielleicht waren die ja auch gerade auf dem Weg nach Principe, um den Weisen zu fangen. Da hätten wir den Briten schon mal direkt ein ordentliches Schnippchen geschlagen. Oh, die hätte Metall, aber die ist mir vollkommen im falschen Weg. Auf dem falschen Weg. Deswegen ignorieren wir die mal. Da ist ein Typ, der im Wasser hängt. Das muss eigentlich auch richtig mies sein, glaube ich, wenn du so im Wasser hängst und hoffst, dass dich irgendwann mal einer rettet. Wobei der hat ja prinzipiell wenigstens noch eine Insel im Blick, wobei das ja auch nicht so leicht ist, nur weil du eine Insel im Blick war. Achso, da bläst der! Buckelwal! Gut. Nur weil du eine Insel im Blick hast, heißt das ja noch lange nicht, dass du da hinkommst. Ich meine, irgendwo hinzulaufen ist immer noch eine Sache, irgendwo hinzuschwimmen ist eine andere, ne? Weil wenn du läufst und kaputt bist, dann setze dich einfach irgendwo hin. Wenn jetzt nicht gerade irgendwie mega Hitze oder so ist von oben, ist das meist ja auch kein Problem. Aber wenn du irgendwo hinschwimmen musst, ist halt schon, ne? Du kannst halt nicht zwischendurch mal sagen, boah, ich mache jetzt erstmal eine Pause oder so, sondern du musst halt schon durchhalten. Das ist schon eine andere Sache, zumal es ja auch immer so ist, je nach Lage kann das ganz schnell mal passieren, dass du quasi leichter ins Meer wieder reingezogen wirst, je nachdem, ob gerade ja von Flut auf Ebbe geht oder von Ebbe auf Flut, kann es ja auch sein, dass quasi du mehr hineingezogen wirst in Richtung Meer, als dass du nach draußen schwimmen kannst. Aber gut, und da nähern wir uns scheinbar schon Principe, so weit war es ja wohl gar nicht. Nein, das ist natürlich nur die Schnellreise nach Principe. Also dann, auf geht's nach Afrika. Lautet der Kurs. Principe, Steuermann. Wir segeln zur Küste von Afrika. Also dann, auf nach Afrika.